Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2. Ach, da ist die Dingens drin. Gut. So, dann wollen wir mal. Wie gehe ich jetzt am besten lang? Bin ich hier überhaupt? Achtung! Ach so, da. Ich sollte jetzt einfach mal hier lang gehen. Und dann muss ich irgendwie hier hoch. Hä? Also ich glaube, wir müssen doch ein bisschen weiter gehen. Weil sofort da war es jetzt nicht. Oh, was ist denn jetzt los? Spieler auf deine Art, Teil 2. Eine Lichtwand ist ein gefährliches Sicherheitssystem. Aus der Zeit der Rattenplage. Wer nicht auf sie abgestimmt ist, verbrennt beim Durchschreiten zur Asche. Diese Lichtwand wird von einer Windmühle mit Energie versorgt. Andere besitzen hier Walöltanks. Du kannst diese Lichtwand auf vielfältige Art und Weise umgehen. Halte die Windmühle an, um ihre Stromversorgung zu kappen. Erkunde Wohnungen in der Nähe, um einen alternativen Weg zu finden. Meistere das von Blutfliegen infizierte Gebäude hinter in der Nähe des Anlegers. Habe ich ja, aber da konnte ich ja nirgendwo mehr durch. Beherrsche eine Ratte und finde einen kleinen Durchgang. Klettere durch das Fenster über die Lichtwand. Ich werde überall gesucht. Ich sollte wohl diskret sein. Was passiert, wenn du mich verpfeifst? Hab dich gewarnt. Bitte, ich musste es tun. Bitte? Zu spät dafür, Apollo. Rate, was jetzt passiert. Nein! So werden wir spitzellos. Vergiss nicht, wenn dich jemand fragt, er ist durchgerannt. Klar. Ach, da vorne ist die Lichtwand. Jetzt sehe ich sie. Ja, ich sehe die Lichtwand. Okay. Hey! Wie läuft's da oben mit der Windmühle? Alles klar? Keine Sorge, sie dreht sich. Genug Elektrizität da. Gut. Gefällt mir besser, als die Walöltanks zu benutzen. Der Wind geht nicht aus. Solange die Wind... Glaubst du, ich hab Angst? Hallo? Verdammt! Ich bin blind! Wie ist es zwecklos? Komm schon! Nachher trinke ich einen Rum und lache über deinen Ab... Oder auch nicht. Scheiße. So müde. Ach, ich blick das jetzt hier alles nicht mehr wie so. Wie lang, mein Herz? Wie lang muss ich dieses Schattendasein fristen? Ach, Mutti. Ehrlich, ey, sie labert hier die ganze Zeit. Ich muss unbedingt mal was anderes dafür nehmen. So. Hier können eine wir nicht... Lichtwand. Ja. Die stammt noch aus der Zeit der Seuche. Da können wir jetzt nichts machen. Oh. Wir müssen jetzt erstmal das Rad anhalten. So, das Rad, hat er gesagt, ist da irgendwas mit oben. Da bist du doch. Hä? Ich muss das doch bestimmt. Ich muss irgendwie da oben hin. So, Lichtwand weg. Erste Lichtwand aus. Einen Monat lang niemanden mehr einladen können. Erste Lichtwand ist ausgeschaltet und die suchen mich. Wie liegt denn die Hinrichtung? Schau halt hin, alle tot.
Ein alter Kerl hat gezetert, als wäre die eine die letzte Frau der Inseln. Wollt ihr einen Strauß Mimosen zuwerfen? Ah, der kommt direkt hier hin. Diese silberne Pfeife, die er letzte Nacht geraucht hat, hat ihn ungemein. Schon jemand fürs Wegschaffen der Leichen zugeteilt? Manchmal tragen sie noch Uhren und Anhänger und so. Wirklich? Noch nie dran gedacht. Wenn der Lieutenant zurück ist, frage ich, ob sie freiwillig gebraucht. Guter Mann. So können wir sie heimlich wegschaffen. Mehr Gardisten. Besser aus dem Weg gehen. Glaub mir. Das würde ich jetzt nicht gehört. Hä? Doch der sich abwendet und den Sieg gewonnen. Der riskiert ein endloses Dasein im Nichts. Im dunklen Himmel ohne Sterne. Im kalten, leblosen Meer, das uns umgibt. Und Erde und Himmel und alles dazwischen zu verschlingen droht. Vertraut dem Orden, meine Freunde. Vertraut dem Orden. Lasst den Wanderer nicht in euer Heim, Freunde. Meidet die Fremden, auf dass sie keine Wurzeln im Fundament unserer Gemeinde schlagen. Jene, die wandern. Außenposten, finde die Leiche. Ach du Scheiße, ich bin im Außenposten. Schreibmaschine, einmal gucken hier schnell, ob hier irgendwas Wichtiges drin ist. Nein. Okay, ich muss nach oben. Wir sind nicht alleine. Wo ist denn der hier so gesummt hat? Manchmal denke ich, die Spieluhren sollten besser in den Enklaven gefertigt werden. Hier zum Beispiel. Stattdessen werden sie nur an wenigen Orten hergestellt und dann verschifft. Unerreichbar für uns. Ziemlich riskant. Wäre doch... Hey! Hier ist Zutritt verboten! Nein! Sterb! So. Das war jetzt gerade ein bisschen blutig. Aber das war es auf jeden Fall jetzt wert. So, lass mal eben gucken. Haben wir hier irgendwas Wichtiges? Briefe, irgendwie ein Plan? Eine Uhr. Sie will gar nicht an das Geld ran. Hä, wo ist denn die? Ist die noch ein höher? Okay, ich habe da aber was übersehen. Was ich jetzt gerade mal schnell machen musste. Oh, ist das denn? Das ist eine Hand. Oh, nett. Habe ich das alles vorlesen würde, dann würde ich ja gar nicht fertig werden. Ich habe bei dem einen die Registrierkasse vergessen, aber egal, das ist ja jetzt nicht so wichtig. So wichtig ist das jetzt nicht. Und es ist noch einer hier. Einer ist noch hier. Ganz ehrlich, das hört sich an, als wenn er direkt neben mir gestanden hätte. Die Leiche dieses Ketzers ist wichtig. Aber so ganz verstehe ich das alles nicht. Warten wir auf den Vizeaufseher. Wann wollte Byrne eintreffen? Er ist gerade beschäftigt.
Der schickt jemand anderen. Vielleicht Aufseher Kindana. Wir warten so lange hier. Wird die Leiche des Ketzers keine Blutfliegen anziehen, Bruder? Nein, ich habe sie schon eingestellt. Für uns besteht keine Gefahr. Vorerst. Aber wer hier auftaucht, wird... Ah, Ketzerlösung. Führt nichts Gutes im Schilde. Es gibt keine Zufälle in Kann. Aber ich kann mich gar nicht in eine Ratte verwandeln. Muss ich dafür nicht erst diese Macht haben? Wo hab ich mich jetzt erschrocken, Leute? Na, die Ratten laufen noch mehr noch weiter nach oben. Nicht vergessen zu plündern. Das ist Mandy Blanchard. Oh, die wird gesucht. Okay. Zack. Haben dann unseren üblichen Stelle und bringen die Zeichnungen mit. Mhm. So, du bist jetzt also diese Leiche. Das ist sie. Die Leiche, die Mindy haben will. Okay. Ich muss jetzt einfach nur wieder nach unten mit der Leiche. Aber man wird mich doch sehen, wenn ich mit der Leiche hier durch die Gegend latsche. Bleibt doch niemals unbemerkt. Ich laufe hier am helllichten Tage mit einer Leiche durch die Gegend, ey. Das bleibt bemerkt. Es ist... Das schaffe ich nicht am helllichten Tag. Also das möchte ich... Deckt eurer Familie einen Tisch, an dem sie sicher ist. Serviert ein Mahl, das euch keine Schande bereitet, wenn ein Nachbar euch besucht. Ich laufe jetzt echt mit einer Leiche auf dem Arm hier durch die Gegend. Also das finde ich ein bisschen übertrieben. Sicher. Dass das möglich ist. Versteht ihr? Das ist... Los, mach schnell. Wer auch immer dein... Hey, du hast ihn. Leg ihn dort ins Loch. Gute Arbeit. Hier, bitte. Ich frage nicht, wozu du sie brauchst. Wie komme ich zum Eddermeier? Ich habe einen meiner Jungs losgeschickt, um den Strom der Bahnschienen abzuschalten. Dann kannst du über die Schienen gehen, wohin du willst. Auf der anderen Seite ist eine Station, die dich zum Eddermeier bringt. Besser als nichts. Danke für die Hilfe. Ich hab dich bezahlt. Jetzt verschwinde. Ach ja, Gott. Ist ja gut. So, Eddermeier-Institut begeben, begib dich zu Eddermeier-Station. Ups, muss ich mich schon einmal kratzen.
Warte mal, mal gucken, was hier. Oh, Nachtsicht. Kraft verbessert. Dafür sind die Runen da. Ach, scheiße, dann soll ich nochmal zurückgehen. Schattengang. Nimm für kurze Zeit eine schlecht sichtbare Gestalt an. Doppelgänger. Oh, das ist ja interessant. Verbinde menschliche Ziele, damit sie ein Schicksal teilen. Nachtsicht. Sieht im Dunkeln besser. Sie leben die Wesen durch Wände. Mesmerier. Beschwöre einen Geist, der Menschen oder Hunde betört. Das ist ja interessant. Ach, der kostet viel, ne? Ach, der kostet 6. Ach, wie viel habe ich? Ich habe 4. Ach, mein Gott. Ja, das mit der Ratte, das ist auf jeden Fall vom Nutzen. Also, das werde ich auf jeden Fall machen. Ich glaube, ich gehe noch mal zurück. Wird hier noch mehr Leichen liegen, ey. Okay, Mini wollte mit uns jetzt. Hab ich mich jetzt erschrocken. Das ist so eine Bahn. Okay, ich gehe jetzt aber nochmal zurück zu dem Haus. Sein Name soll nicht genannt werden. Und jeder Beweis seiner Existenz wurde vernichtet. So schwer waren seine Fehler. Der Sturz vom höchsten Thron der Disziplin in den tiefsten Abgrund der Schande. Das ist seine Geschichte. Einst trug er das Gewand des Oberaufsehers. Doch er tauschte es gegen das Zeichen des... So, dann lass mal gucken, wo du hier was gehört hast. Du hörst das da unten singen. Aber ist hier oben auch eins? Ja, ich komme noch nicht in... Ach so. Keine Ahnung, hatten wir das jetzt hier nicht irgendwo stehen? Sofort schöpfte ich Verdacht und fragte sie aus, bis sie zugab, dass sie allein in einer alten Schnitzwerkstatt am Stadtrand spielte. Jeden Tag ging sie dorthin. Und wohl doch. Und was ist hier los? Was war das? Was? Ist da jemand? Zeig dich! Brüder, hier drüben! Oh. Wer tut sowas? Jemand ist verletzt! So hilft mir doch jemand! Was ist hier los? Ich will nicht sterben! Ach, er hat mich. Ergib dich und stirb! Sie sind sicher. Ja. Was? Ich werde über deiner Leiche die Riten vollziehen. Heute Geburtstag! Wo willst du hin? Du stinkst nach Kälte. Oh Gott, Leute. Granate! Spielen später Würfel. Wo versteckst du dich, Feigling? Habe ich jetzt eins ich weiß es nicht. Schon wieder? Okay, was haben wir denn? Ich hab dich schon gesehen. Moment, in der Stimmung. Was? Komm sofort raus. Ich muss jetzt Ziel. Wir so. Haben hier einen Notfall. Haben Sie Lust auf einen Tag im Botanischen Garten? Boah, du kannst hier echt alles klauen. Das ist so... Eigentlich ist es schon krank. Wie viel man hier wirklich klauen kann.
In der Registrierkassen ist nie was drin. Hey, Vorsicht! Die singen immer nur, wenn ich dort in der Nähe bin. Wollen wir nicht mit unseren Gästen Pilze sammeln? Tut mir leid, aber das ist kein Kundenbereich. Okay, ich muss da vorne hin. Da sind wieder welche, die mir ans Leder wollen. Station Eddermeier. Hier geht's zum Institut. Station Eddermeier. Da draußen ist doch niemand mehr. Fast niemand. Okay, wie komme ich da hin? Mit dem Staubbezirk. Da ist mehr zu tun, Sergeant. Gehen wir einfach mal hier hoch. So, sie hat ja gesagt, ich kann... Das war's. Der Strom ist aus. Eddermeier ist für alle gesperrt. Über die Schienen laufen. Versuchen wir es nochmal. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Meine Uhr, wo ich immer drauf gucke, wann ich einen Cut machen muss, entschuldigt gerade fürs Husten, die spinnt ein bisschen rum. Deswegen hört sich das mal so düdelüt an. So, ich muss nach oben. Schwer heute. Strom, 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 da ist doch Strom drauf. Oh Gott. Und schnell rein da. Ach, da war ein Wal. Ach nee, niemanden getötet. Ja, das ist so, Barmherzigkeit, geisthaft, nicht entdeckt. Ja, Angriff. Boah, ich bin voll auf Angriff, oder? Nee. Oh, auf nicht tödlich bin ich diesmal. Sehr schön, finde ich gut. 5 von 10 Runen oder ja, Knochenartefakte, Gemälde. Naja, wir haben aber auf jeden Fall die Mission alle geschafft. Das Eddermeier-Institut für Infektionskrankheiten. Alexandria Hypatia, leitende Alchemistin. Früher mal ein Solarium, in dem Adlige ihre vermeintlichen Krankheiten auskurierten. Jetzt ein Ort für alchemistische Forschung. Der Kronenmeuchler tötet in meinem Namen, das muss aufhören. Dr. Hypatia soll brillant sein. Aber wenn sie etwas mit den Morden zu tun hat, wird sie dafür bezahlen. Ich finde trotz alledem, ich meine, ich habe zwar auf einfach gestellt, das hatte ich aber damals bei Dishonored 1 auch gemacht. Ich finde trotzdem, dass wir in dem zweiten Teil viel besser, also die Figur steuern können. Oder ich weiß nicht, ob es Emily ist, die wir einfach besser steuern können. Was mir jetzt gerade so aufgefallen. Gut, dass wir da aussteigen auf der Seite. Ich habe da nämlich was gesehen, das will ich haben.
feindseliges Gebiet. Okay. Auf Befehl des Herzogs wird jeder, der mit nicht autorisierten Personen über das Addermeier spricht, vor ein Kriegsgericht gestellt und inhaftiert. Schattengang beenden. Oh. Das ist ja widerlich. Boah, das ist mehr als eklig, ey. Oh, halt! Oh. Komm schon! Nein! Ich kriege dich schon! Da muss sie erst ein Ende! Jetzt heißt es du und ich! Ist er jetzt hingerannt? Wo ist er hingerannt jetzt? Der löst jetzt bestimmt Alarm aus. Shit, das wollte ich gar nicht. Ich war so gut. Hey! Oh nein. Bitte willst du hin? Weg! Das hier ist dein Kopfgeld zu kassieren! Du willst kämpfen? Scheiße nochmal! Was? Was ist das? Keine Kraft! Lass mich doch! Du willst nicht, du Monster, einen haarigen Arsch des Outsiders! Worauf wartest du? Unmöglich! Komm zurück! Das reicht! Stirb nicht! Das ist eklig. Sie guckt nicht irgendwo hin! Bist du fertig? Du wurdest für Zeig schon mal, was du drauf hast. Geh bitte. Halt! Das ist nicht... Das geht doch du nicht! Du bist umzingelt! Das wäre was, trocken und warm. Die kann nicht weit sein. Toll. Jetzt bin ich hier runtergefallen, komme hier nicht mehr hoch. Wo versteckst du dich, Feigling? Na, da komme ich hoch. Mein Gott, das war überhaupt nicht geplant. So, ich dachte gerade so, ja, wo sind denn die ganzen Leute hier? Hier sind überhaupt keine Wachen aufgestellt. Ja, Pustekuchen, da waren die ganzen Wachen, ey. Och nee. Oh mein Gott, ich könnte als Fisch da durchschwimmen, ey. Wie geil ist das denn bitte? Vielleicht ist sie hier in der Nähe. Bin so nervös. Ich bin immer wachsam. Müssen wir das nicht zweimal sagen? Wir haben hier eine Lichtwand. Nee, du hast mich nicht gesehen. Wie komme ich da durch? Ja.
haben das Bein gebrochen. Und mein dreijähriger Sohn hustet seit Wochen. Er ist so blass, grau fast. Ich könnte sie herbringen. Es tut mir sehr leid, aber da kann ich nichts machen. Puh. Dr. Hypatia behandelt keine Patienten mehr. Und das Institut untersteht der Garde. Scheinbar können sie ihren Dienst nicht tun, ohne Probleme zu machen. Bitte, ich kann nicht noch ein Kind verlieren. Wo ist Dr. Hypatia? Sperrt sie bis auf Weiteres ein. Was? Nein! Meine Kinder brauchen mich! Lassen Sie mich gehen! Jemand die Lichtmatte abgeschaltet? Ziemlich trocken. Da! Ach scheiße, das brennt. Also, mal sehen. Was war? Irgendwas ist hier los! Wir dich. Ich sehe doch keine Gespenster. Oh. Ich frag mich, wer das war. Ja, ich mich auch, allerdings. Haben jemand verloren? Kommt her, wo immer ihr auch seid. Hä? Ich suche mit dir. Da. Verflucht! Jemand schießt auf uns! Warte mal so. Institut Hafen, Beratung, Speisesaal, Reanimation, Dr. Hilfs Büro, Krankheitsabteilung 5. Ich muss zu 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Okay. Laut dem Übersichtsplan, ach, wir sind das. Wir sind so verkleidet. Liegt Alexandra im 4. Stock. Ich glaube, da war was Verdächtiges. Blitz und Donner. Ich dachte, ich hätte genau hier jemanden gesehen. Sehen wir uns lieber um. Hey, still! Blin ist zwecklos! Oh oh. Halt, 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 halt. Nein, nein, nein. Verdammt. Keine Frage, Dr. Hypatia empfängt keine Patienten mehr. Ja, ja. Waren das gerade Hunde da drin, ne? Oh, fuck! Okay, Leute, ich muss, ich mache einen Cut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.